Sport wird nicht präsentiert von Sports Outlet Factory in Lies. Sport- und Freizeitartikel auf über 1000 Quadratmeter für gross und klein zu Top-Preisen. Seit 5 Spielen ist der FC Besa ungeschlagen. Die Seeländer sind also definitiv in der neuen Saison angekommen und zeigen, dass sie Fußball spielen können. In der Tabelle sind sie auf dem 4. Platz mit nur 1 Punkt Abstand zu den ersten 3 Mannschaften, die alle gleich viele Punkte haben. Und in dem 9. Match geht es gegen SC Schöftlen. Am Anfang ist das Spiel sehr auf Augenhöhe. Beide Teams erspielen sich einzelne Chancen. Nur im Abschluss sind beide Teams nicht konsequent genug. Je länger das Spiel aber geht, desto mehr merkt man, dass Besa etwas aggressiver spielt und auch zu so Szenen wie in den 8. Minuten kommt. Die Aargauer können aber weiterhin gut verteidigen und so bleibt das Spiel weiterhin ausgeglichen. Die Seeländer können sich noch ein paar schöne Chancen in der ersten Halbzeit rausspielen, trotzdem gehen die ersten 45 Minuten ohne Goal durch. Ja, es ist klar, der Gegner hat sich gut gewehrt. Wir haben, wie gesagt, die Chancen nicht ausgewertet und haben ein bisschen zu wenig geradlinig gespielt. Noch der eine oder andere Querpass eingestreut. Am Anfang ist es immer schwer. Man tut sich abtasten, der Gegner, wie viel man kann, welche Räume man kann. Und sie haben am Anfang noch sehr seriös gepresst. Also sie sind sehr hochgekommen mit 4-5 Spielern. Und uns fast zu einem langen Pass ein bisschen gezwungen. Und ja, es ist normal, die ersten 15 Minuten. Die zweite Halbzeit startete ganz nach dem Geschmack vom FC Besa. In der 48. Minute trifft Miran Maksuti zum 1:0. Kurz darauf aber gibt es gerade noch einen Penalty, 2:0 für den FC Besa. Jetzt merkt man klar, dass die Seeländer stärker sind und für Schöftle geht es jetzt vor allem ums Verteidigen. Ein neuer Spieler der Bieler setzt hier sicher seinen Akzent. Der 29-jährige Nassim Zitoui, der seine Ausbildung bei Olympique Lyonnais gemacht hat, ist definitiv eine Bereicherung fürs Team. Ja, wenn er wie heute gut drauf ist, positive Gedanken hat, motiviert ist, dann ist er ein Top-Spieler für uns. Das ist klar. Der kann alles mit dem Ball, ist kreativ, arbeitet defensiv gut. Also von dem her ist er natürlich ein riesiger Gewinn. Ja, definitiv. Also er bringt uns sehr viel. Seine Ruhe am Ball, sein Können. Also er hat nicht umsonst in der höheren Liga gespielt. Er zeigt das auf jeden Fall, er hilft uns sehr. Er gibt uns alles mit. Er gibt mir zum Beispiel als junger Spieler gibt er uns viele Tipps, was du besser kannst machen, wie du dich lösen kannst vom Gegner. Er hilft uns wirklich sehr. Auch wenn Biel jetzt die Oberhand im Spiel hat, wissen sich die Aargauer zu helfen. Viele Angriffe von Biel enden im Offside. Eine Taktik, die sich auszahlen kann. Und da muss wirklich die Viererkette seriös und alle sich abreden und genau gut den Schritt machen, geführt, dass die Foul funktioniert. Und das ist, ich denke, in unseren Liga, so jetzt 2. Liga Inter, der 1. Liga, vielleicht 2. Liga, da kann man das noch gut machen als Team. Weil ich finde, Linienrichter in unserer Liga und in den tieferen Ligen, die tendieren mehr aufs Offside anstatt bei den höheren Ligen. Offside hin oder her, die Bieler lassen sich davon nicht stoppen und bringen weiterhin die Bälle Richtung das gegnerische Goal. Und treffen in der 78. Minute zum 3:0. Und 4 Minuten später auch noch zum 4:0. 90 Minuten sind durch, 2 Minuten werden nachgespielt. Und für einmal sieht die Bieler Abwehr nicht mehr so gut aus. Im FC Schöftle gelingt in der Nachspielzeit noch der Ehrentreffer. Sachen regen mich auf, das ist, wenn man zu locker wird. Wir sind 4-5-0. Wir werden entspannt, wir passt nicht mehr auf, wir machen nicht mehr die Räume zu. Wir haben es ja gesehen, unser Innenverteidiger, obwohl ich schreie 3-4 Mal, hat 2 Spieler, Außenverteidiger muss eng und dann passiert das gar nicht. Nachher beim Rückpass kommt es mit der Mitte nicht mehr mit, das ist Müdigkeit und wir haben den Sieg schon in der Tasche, da passt man nicht mehr auf. Darum gibt es ja so oft einen Ehrentreffer für die andere Mannschaft. Der Ärger wandelt Seeländer dann aber noch in ein 5:1 um und gewinnen verdient das 9. Meisterschaftsspiel und sind somit zum 6. Mal in Folge unbezwungen. Ja, die erste Halbzeit war ein bisschen kompliziert, da wir keine Treffer erzielen konnten. Aber wir haben Geduld gehabt, wir haben Geduld gezeigt und vor allem Effizienz. Nachher in der zweiten Halbzeit mit 5 Goal, mit den Wechseln, die reinkamen. Jeder hat etwa seine Position gefunden. Wir haben jetzt ein Kader mit
18-20 Spieler, die wir jeden bringen können. Und solange sie so gut trainieren jetzt, wie jetzt und anwesend sind, dann finde ich, oder habe ich am Dienstag gesagt, dann können wir wirklich eine positive Zukunft schauen. Und das, nachdem der Start der neuen Saison nicht ganz planmäßig abgelaufen ist und die Seeländer nach den ersten drei Spielen auch nur 3 Punkte hatten. Dazu muss aber auch gesagt sein, dass sie eine starke Gruppe verwünscht haben. Ja, wir sind Gegner. Also, wir nehmen es immer so vor, dass jeder Gegner gut ist und jeder Gegner kompliziert wird. Nicht nur die, die oberklassig sind. Aber wir haben Vertrauen, dass wir das Pack auch gegen die zu gewinnen. Wir gehen immer mit dem höchsten Selbstvertrauen rein ins Spiel und zeigen, was wir können. Damit es auf dem Platz läuft, muss es aber auch im Team stimmen, was beim FC Besa Biel sichtlich der Fall ist. Super Stimmung. Ich glaube, es ist die beste Stimmung, seit ich hier spiele. Wir verstehen uns alle gut. Wir treffen uns auch noch nach dem Training. Wir machen Unternehmenssachen untereinander. Wir sind eine gute Kollegentruppe und wir sind trotzdem sehr seriös im Training. Und ich finde, mich setzt auf dem Platz. Letzte Saison hat Besa als Aufsteiger die Meisterschaft auf einem sehr guten dritten Platz abgeschlossen und auch jetzt ist das Ziel, an der Spitze mitspielen, wo sie momentan mit dem vierten Platz auch sind. Ich sage, mit der Mannschaft ist vieles möglich. Ich weiss nicht, heute noch nicht, ob alles möglich ist. Sprich ganz auf, aber mindestens ist vieles möglich. Am nächsten Samstag geht es für den FC Besa dann gegen Davan Tramlo. Das nächste Heimspiel ist am Samstag, 21. Oktober, gegen FC Erguel. Sport ist nicht präsentiert worden von Teamsport Seeland bei Sports Outlet Factory Zlis. Der Ausrüster im Seeland für Vereine, Teams und Firmen.